Gestern kam die Open Beta von Rennsport raus und ich habe heute einen sehr großen Teil meines Streams damit verbracht, das zu testen und schildere dir in diesem Video meine Eindrücke. Moinsen, Freunde der Sonne! Lasst mich euch doch mal ein bisschen was erzählen zu der Open Beta von Rennsport und wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Du kannst das Ganze übrigens auch testen, wenn du das in deine Bibliothek hinzufügst, bei Epic, runterlädst, dir einen Account machst bei Rennsport und dann kannst du einfach loslegen. Und bei mir war das genau dasselbe. Ich habe mich eingeloggt, war im Spiel drin, habe alles eingerichtet. Ich habe vergeblich den Triple Screen gesucht oder die Option dafür und habe auch leider irgendwie im Netz nichts gefunden, ob man das über Umwege gestalten kann mit Config-Files oder mit Simple Runtime Window Editor. Aber leider Gottes hat das nicht wirklich was gebracht. Du kannst das Ganze mit Simple Runtime Window Editor machen, aber dann sind deine Links- und Rechts-Bildschirme so verzogen, dass du da nicht wirklich ein ordentliches Bild hast. Und sag mal so, wenn du racen willst auf der Strecke, müsstest du links und rechts rausgucken können und das ist dort dann leider etwas perspektivisch verzogen und könnte an der einen oder anderen Stelle den falschen Anschein machen. War aber kein Problem, es ist eine Beta. Ich habe das dann alles weiter eingerichtet. Es war selbsterklärend, die ganze Kalibrierung deiner Eingabegeräte als auch das Einstellen des Force Feedbacks war super simpel. Ich habe für mich jetzt noch ein neues Profil erstellt bei meiner SimuCube. Habe mir dann aus dem Internet was rausgesucht, habe das noch ein bisschen auf meine Bedürfnisse angepasst und dann war das Ganze auch schon fertig. Ich bin dann ins Spiel rein und habe dort noch die Kamera eingestellt für die Autos, wo mir auch noch eine Kleinigkeit aufgefallen ist, die mir etwas fehlt, und zwar ist das der Horizont. Man kann ja in den meisten Sims den Horizont einstellen, dass man entweder nach unten guckt oder nach oben guckt oder in der Mitte. Und in den meisten Sims ist es standardmäßig so eingestellt, dass man irgendwie so schräg nach unten guckt. Und bei mir ist es immer so, ich rutsche halt ein bisschen höher im Sitz, weil meine Monitore sehr hoch sind, sodass halt das Armaturenbrett nach unten verschwindet. Und das machte dann bei mir leider ein bisschen den doofen Eindruck. Aber ist auch okay. Ich gehe ganz stark davon aus, wenn man dort sein Feedback abgibt, was ich ja hiermit jetzt quasi tue, haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir den Horizont irgendwann nochmal verstellen können. Beziehungsweise die Neigung. Das ist das Wort, das habe ich heute auch schon im Stream gesucht. Und Chat hat mir in dem Moment dann gesagt. Als ich alles eingestellt habe, bin ich dann erstmal losgefahren auf dem Nürburgring mit dem Porsche. Muss ganz ehrlich sagen, in langsamen Geschwindigkeiten klingt der Porsche ziemlich gut. In den höheren Geschwindigkeiten klingt er auch ziemlich gut. Aber beim Runterschalten klang der ein bisschen eigenartig. Also so vom Sounddesign her könnte Rennsport noch ein bisschen was machen. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen anders als die anderen Sims, die man so fahren kann. Und das ist am Anfang, wenn man sich reinsetzt, doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel Daytona fährt und man hat eine sehr, sehr lange Gerade, ist das sehr, sehr monoton irgendwie. Natürlich ist Autofahren sehr monoton, aber dieser Ton, wenn ihr selber mal ausprobiert, ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, nicht nervend, es ist so anders. Wisst ihr, wenn ihr tausende Stunden irgendwas gefahren seid und dann sitzt ihr woanders und ist das so, nee, irgendwie passt das hier nicht hin. Und das Gefühl hatte ich das ein oder andere Mal. Sounddesign ist nicht schlecht, also der Ton passt schon überall, doch könnten sie noch ein, zwei Nuancen da anpassen und das ein bisschen besser machen. An der Stelle möchte ich auch gleich nochmal sagen, da ist fast in allen Autos durch das Getriebe ein Fiepen, was so ein bisschen im Hintergrund ist, was völlig normal ist, dass es da ist, aber im Rennsport ist das Ganze auch doch sehr präsent. Lange Rede, kurzer Sinn, reingeschmissen, losgefahren. Alle Autos, wirklich alle durchweg, haben so gigantischen Grip, weil wir in Time Trail, und das Ganze habe ich heute gemacht, optimale Bedingungen haben. Und das macht dann auf jeden Fall auch schon Bock, weil du kannst das Auto nahezu fast gar nicht wegschmeißen. Solange du auf dem Asphalt bleibst, pappt das Ding da dran wie sonst was. Aber, und das ist noch so ein kleines bis mittelschweres Aber, manche Curbs sind so ein bisschen auch wie bei ACC, habe ich das Gefühl, dass sich das Auto so richtig aufschaukelt und dadurch dann wegfliegt. Mir ist zum Beispiel in Daytona, in der Busstop, das Auto das ein oder andere Mal beim Exit weggeflogen und ich stand irgendwann wirklich mit dem Auto da und habe mir das angeguckt und denke mir so, wo kommt denn hier der Hügel her? Da ist doch gar keiner. Und du guckst es dir an, guckst wieder hoch, guckst es dir wieder an und dann ist wirklich vorne rechts beim Exit, wo du auf dem Körper rauf fährst, ist das Auto einfach irgendwann wupp hoch und dann war es weg.
Dasselbe ist auch in Spa passiert, wenn du nach der Camel Straight den Berg hochfährst und dann die schnelle rechts nimmst und wirklich nur vorne rechts aufsetzt, was man ja das ein oder andere Mal macht, was nicht klug ist, aber um sich um die Kurve rumzuziehen, wenn man sich verfahren hat, dann macht er das auch immer so ein bisschen vorne rechts, so ein bisschen hüppeli-hüpp. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das vielleicht von der Engine eine kleine Problematik ist. Oder vielleicht ist das nachher auch weg, wenn wir was an den Setups machen können. Aber das ist mir definitiv beim Fahren aufgefallen. Ansonsten ist wirklich auf der Bremse ist das grundsolide. Du kannst da volles Brikett reinperren auf den GT3. Das ABS regelt wunderbar. Die Traktionskontrolle funktioniert wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe es nicht mal geschafft, einen LMDH wegzuschmeißen. Und die Dinger sind wirklich super, super gierig unterwegs. Und ich bin jetzt nicht irgendwie mit TC11 gefahren, sondern meistens so mit 6, 5 rum. Und das war doch recht entspannt. Was man auch sagen muss beim Bremsen bei den LMDHs, dieser Rutscheffekt, den man hat, wenn man so geradeaus fährt, der ist vorhanden, aber irgendwie auch gar nicht so schlimm. Also es fühlt sich nicht so an, als wenn du da was verkehrt machst. Man fühlt sich immer noch, als hätte man super viel Grip und auf einmal sagt das Auto so, nö, wir rutschen jetzt geradeaus, gehst von der Bremse runter und auf einmal kannst du wieder links. Also es fühlt sich noch nicht so bestrafend an, diese Sim zu fahren, was auf der einen Seite super cool ist für die Leute, die eventuell gerade einsteigen. Auf der anderen Seite für Menschen, die es von woanders kennen, beispielsweise LMU oder jetzt iRacing, wo wir LMDHs fahren können, meinetwegen auch Automobilista, ist das schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Was mir noch aufgefallen ist, ist das Force Feedback. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob das eventuell meine eigene Schuld ist, weil das nicht richtig funktioniert noch nicht oder ob es vielleicht doch so sein soll. Aber um euch das kurz zu erklären, wenn ihr das ausprobieren solltet, fahrt mal bitte Rouge auf Spar runter, links rüber und dann hoch. Du hast das Gefühl, als wenn du gleich ins All fliegst und da ist keine Gravitation mehr. Es ist auf einmal nichts mehr im Lenkrad drin. Es ist Feierabend. Weder Straßenvibration, noch ist irgendwas mit dem Curb zu spüren, noch merkst du, ob das Auto irgendwie am Rutschen ist. Und es ist sehr, sehr eigenartig, dass du dort kein Feedback kriegst. An manchen anderen Stellen kriegst du auch kein Feedback, beispielsweise wenn du in der Mitte bist. Also sprich, du musst schnell nach links lenken und hast eine Kurvenkombination und musst wieder nach rechts. Dann hast du beim schnellen Wechsel in der Mitte nichts. Also du merkst den Lastwechsel überhaupt nicht. Und du hast auch manchmal viel zu wenig Last im Lenkrad drinne beim Fahren. Und ich fahre jetzt wirklich nicht wirklich sehr wenig Force Feedback. Ich konnte zwischendurch mit zwei Händen lenken. Hätte ich das noch höher gedreht, wäre ich irgendwann ins Klippen gekommen. Was auch ziemlich crazy ist mit einer Simocube 2. Klippen bedeutet übrigens, dass du im roten Bereich bist. Und das bedeutet, dass deine Wheelbase das Force Feedback nicht mehr darstellen kann. Und dann ist oben abgeschnitten und hinten raus fehlen die Informationen. Das wäre dann Klippen. Also beim Force Feedback bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das vielleicht an mir liegt, aber das könnt ihr mir vielleicht einfach mal sagen, ob ihr da an der Stelle dasselbe Gefühl haben solltet wie meine Wenigkeit. Denn ich war mir am Ende wirklich nicht mehr sicher, ob es bei mir ist oder bei der Sim, weil ich versuche es eigentlich größtenteils meistens bei mir zu finden, bis ich sage, okay, gut, mir haben Menschen jetzt Feedback gegeben, dass es bei denen auch so ist. Ein, zwei Menschen bei mir im Chat hatten das auch mit einer Mosa und einer Simmagic Wheelbase. Andere Leute haben gesagt, okay, das Force Feedback ist in Ordnung. Aber ich weiß nur auch nicht, wie viel die Leute da jetzt fahren in anderen Sims und das vergleichen können. Aber wenn ich das jetzt mal einordnen müsste, ist das aktuell das schlechteste Force Feedback, was man sich vorstellen kann von all den Sims. Also Automobilista, iRacing, ACC und dann kommt Rennsport. Es ist wirklich nicht so gut und auch nicht so angenehm, weil ja auch sehr viele Informationen eher in den Händen halt fehlen. Bei den Autos muss man sagen, ja, es ist durchwachsen. Also man kann ein gutes Auto erwischen, man kann ein schlechtes Auto erwischen. Mercedes beispielsweise war so semi-okay-ish. Fuhr sich irgendwie wie ein Bus. Also man hatte das Gefühl, das Ding ist 10 Meter lang und kommt irgendwie nicht um eine Kurve rum. Da wurde mir jetzt aber schon gesagt, dass da wohl noch ein bisschen was gemacht wird an dem Auto. Auf der anderen Seite, Porsche fuhr sich super fantastisch. Der BMW fuhr sich auch wirklich sehr, sehr gut. Also mit sehr, sehr gut meine ich für die Verhältnisse, die Rennsport jetzt aktuell in der Beta liefert. Die LMDHs waren auch ganz okay. Im Vergleich aber zu all den anderen Sims, die ich selber schon gefahren bin, muss ich auch da sagen, ist Rennsport noch hinten an. Also selbst wenn wir jetzt mit einem Early Access Spiel wie LMU vergleichen,
ist Rennsport an der Stelle noch ein bisschen hinterher und muss noch ein, zwei kleine Dinge machen, damit es aufholt und dahin kommt, wo die anderen schon sind. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, dass das Grundgestell, was jetzt aktuell dort herrscht, schlecht ist. Es ist im Vergleich aber zu den anderen stets noch ein bisschen hinten an. Und ich würde mir wünschen, wenn in der nächsten Open Beta beziehungsweise in der nächsten Beta oder wie auch immer das jetzt weitergeht mit der SIM, dass da noch ein bisschen was dran geschleift wird. Ich muss aber trotzdem sagen, wenn du Anfänger bist und du hast mit all den anderen Simulationen noch nicht wirklich Kontakt gehabt, also so gar nicht, und du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, geil, ich muss keinen Cent ausgeben und habe aber zu Hause schon ein paar Sachen, dann fahr das einfach mal, probier das mal aus, weil für dich wird das definitiv sehr viel Spaß machen. Denn Rennsport ist super verzeihlich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Solange du auf dem Asphalt bleibst, kannst du wirklich super schöne Runden fahren. Ob du GT4 fährst, LMDHs fährst, Prototypen oder GT3s, du hast einfach super viel soliden Grip im Timetrail. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den ich persönlich total geil finde. Und das hat mich richtig überrascht und total abgeholt. Und das ist das Schadensmodell. Einige da draußen feiern ja das Schadensmodell von ACC. Andere mögen das von Automobilista. Mein persönlicher Favorit ist und bleibt immer iRacing, weil du die ganze Schüssel komplett zu Bruch fahren kannst. Was bedeutet, dich tippt einer an, du landest in der Wand und auf einmal hast du einfach nur noch einen Metallklumpen unterm Arsch. Und das Geile ist, Rennsport hat das auch. Und das finde ich total super. Ich habe das mal ausprobiert, ich bin wirklich frontal auf eine Wand zugefahren mit einem LMDH. Das Ding war einfach komplett papp. Da ist alles abgefallen, alles war weg. Und das Coole ist, ich habe das Gefühl, da könnt ihr ja auch mal was zu sagen, dass wenn sowas in der SIM drin ist, die Leute sich irgendwie ein bisschen mehr benehmen. Weil dann ist nicht so viel mit Touchy-Touchy, weil Auto kann halt Touchy-Touchy kaputt sein und dann stehst du eine halbe Stunde in der Boxengasse und musst reparieren. Also da Chapeau an Rennsport und die Entwickler, dass das mit drin ist. Das finde ich wirklich fantastisch. Ich habe wirklich Hoffnung, dass das noch was wird. Bin ich ganz ehrlich, zu dem Stadium, was ich ganz am Anfang gesehen habe, vor einem Jahr, hat sich da wirklich eine Menge getan. Und das, was ich jetzt gerade hier kritisiert habe, sehe ich mehr als Feedback und im Vergleich zu anderen Sims, wie sich Rennsport jetzt macht, um das für euch mal einzusortieren. Am Ende möchte ich euch sagen, bitte probiert es einfach aus. Es ist for free. Ihr müsst nichts bezahlen, ihr braucht ein Konto bei Epic, haut das da einfach rein, lad's runter und probier es mal aus. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns unten in den Kommentaren darüber mal ein bisschen austauschen können. Denn ich möchte einfach von euch auch mal hören, wie ihr das Ganze empfindet. Vielleicht habe ich auch einfach einen Spleen, bin total bescheuert und habe das heute auch einfach nicht auf die Kette gekriegt. Mein Ding ist es aktuell noch nicht, es kann aber definitiv mein Ding werden. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird und werde auch weiterhin reinschauen. Ich bedanke mich, dass du dir das Video angesehen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn du noch einen Daumen drauf hämmerst, hoch oder runter. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis zum Dancen.